Im Nürnberger Museum Industriekultur könnte das Motto heute lauten, Zitat Goethe, man sieht nur, was man weiß. Und dieser Gast will ganz viel wissen. Was genau ist da eigentlich dargestellt? Ist da vielleicht irgendeine Symbolik dahinter, die sich mir jetzt überhaupt gar nicht erschließt? Und was natürlich auch interessant wäre, vielleicht kann man ja den Ort irgendwie genauer zuordnen. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Grüß Gott. Hallo. Vater und Sohn. Genau. Ein Bild, zwei Teile. Und mitten im Lande bringen Sie uns ein Seestück. Wie kommt denn ein Seestück nach Nürnberg? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es im Auktionshandel erworben. Mir hat es auf Anhieb gefallen. Mehr zur Historie des Bildes kann ich gar nicht sagen. Warum haben Sie es erworben? Also warum hat es Ihnen dann gefallen? Was hat Ihnen dann gefallen? Also erstmal fasziniert mich, es hieß, es sei aus dem 17. Jahrhundert. Das finde ich für sich schon faszinierend. Dann ist es ja sehr wahrscheinlich irgendwie niederländisch, holländisch. Das ist ein Land, das uns sehr gefällt, wo wir auch öfter im Urlaub sind. Ja. Und mal davon abgesehen, es ist ja auch ganz schön viel geboten. Also da ist viel zu sehen auf dem Bild, genau. Ja. Ah, ist die Begeisterung, teilen Sie die auch? Ja, ich teile sie auch. Schon? Ja. Also das ist ein gemeinsames Vater- und Sohn-Unternehmen. Ja, wobei der Mama gefällt es auch und dem anderen Sohn gefällt es auch. Super. Ja. Darf ich nur fragen, was Sie bezahlt haben? 800 Euro, das war der Startpreis. Okay. Ja, man sieht Dutzende von Personen, die alle was anderes tun und daraus entwickelt sich eine Erzählung. Das ist also dieser Vorgang, bestaunte Vorgang, dass die Fischer im Ärmelkanal bei Flut auf den Strand fuhren, die Schiffe sich dann bei Ebbe absetzen und die Fänge konnten dann entladen werden. Und wenn dann die nächste Flut kam, dann nahmen sie die Schiffe wieder mit hinaus auf das bewegte Meer. Und die Städter sind hinuntergefahren und haben sich angeschaut, was die da anzubieten haben. Dazu hatte man eigene Flachbodenboote, die dann auch so stehen blieben. Und der Betrachter wird einbezogen durch eine vornehme Gesellschaft, die mit einem dreifach bespannten Karren da einen Dünenweg herunterfahren und sich anschauen, was die Fischer gefangen haben und wie dieser schwierige nautische Prozess um der Beute willen vonstatten geht. Fischfangerfolg bedeutet auch Reichtum für die Stadt. Wenn unsere Fischer in der Stadt einen reichen Fang mit nach Hause bringen, geht es uns allen gut. Kauft sich zwar jeder auch einen Kabeljau oder was immer da anzubieten, aber hier geht es um ein Gesamtinteresse auch einer Community, die da nicht nur aus Fischern, sondern auch aus Kaufleuten und was immer. Also dieses Zusammenkommen mit einer zerklüfteten Dünenlandschaft, einem flachen Meer, das dort anbrandet und dahinter einem Dorf und schließlich dann einer Stadt, das kann gut Scheveningen und dahinter die Residenzstadt Den Haag sein. Die sind ja nur 20, 30 Kilometer oder weniger voneinander entfernt, da fährt heute ein Straßenbahn. Fürs Scheveningen spricht auch die Ode Kirk in der Kaiserstraat, die gibt es dort. Also wenn man auf anderen Bildern schaut, die ja, Scheveningen war offensichtlich ein sehr beliebter Strand, der in der Malerei des 17. Jahrhunderts, und jetzt sind wir dort, dass wir auch das 17. Jahrhundert bestätigen können, immer wieder auftaucht. Wir haben es in der Tat mit einem Bild zu tun aus der Zeit um 1670, 1680, in der Tradition eines Malers, der sehr bekannt war für solche Motive. Er heißt Hendrik de Meyer. Sie werden im Internet finden, Hendrik de Meyer, Bilder, die ganz ähnliche Motive haben, mit ganz ähnlichen Pferden, die fast ein bisschen abstrakt, mit vielleicht zu großen Hufen oft, aber in Bewegung und in dieser deutlichen Lichtsituation zu sehen sind. Das steckt dahinter, Hendrik de Meyer. Freilich ein, zwei Kategorien malerisch darunter. Dort ist der Himmel auch eine eigene Landschaft. Da gibt es einen dramatischen Wechsel zwischen rasch ziehenden Wolken, wandernden Sonnenflecken. Zwischen den beiden Städten liegt heute ein Panorama, das mit diesem Naturlicht arbeitet, ganz effektvoll, das Mestag-Panorama. Mhm. Also es ist nicht nur eine Erd-, es ist nicht nur eine Seelandschaft, sondern auch eine Himmelslandschaft. Ja. Aber das hat etwas gelitten.
Ja, das hat was gelitten. Vorher möchte ich schon sagen, ich verstehe Ihre Zustimmung. Das ist ein wirklich charmantes Bild. Es hat, auch wenn es jetzt nicht die große Kunst ist, es strahlt etwas aus, das jetzt über das Sichtbare hinausgeht. Auch dieser frische Wind oder was immer. Man spürt, das ist eine sympathische Situation. Und ich verstehe es, dass man es kauft. Sie haben ja nicht wirklich viel bezahlt. Ich würde noch einmal so viel Geld oder vielleicht sogar ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Es zahlt sich nämlich aus, das wirklich zu restaurieren. Was Sie belassen können, ist der Rahmen. Die Holztafel, die hier gebrochen ist, die sollten Sie schließen lassen. Das kann ein bisschen Geld kosten, das zahlt sich aber aus. Also darf Sie beide beglückwünschen. Das ist ein charmantes Bild. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich das aufhängt und freudvoll aufhängt. Aber Sie müssen es noch ein bisschen schöner anziehen. Sie müssen es noch ein bisschen pflegen. Denn die 700 oder 800, die Sie bezahlt haben, plus den Restaurierungskosten, ist es allemal wert. Und wenn das ein sehr schön hergerichtetes Bild ist, kann man durchaus vorstellen, 3.000 bis 4.000 Euro, dass das auch auf einer Auktion erzielt. Ich finde es mutig, möchte Ihnen gratulieren. Also wir sagen ja oft, man soll keine Leichen kaufen. Es ist keine Leiche, weil es ist ein Brett. Ich finde es mutig, Gratulation. Und nehmen Sie es nach Hause und nehmen Sie es als Projekt an. Und vielleicht gibt es dann einmal ein Foto, das Sie uns schicken. Das werden wir tun. Ja, das Gemälde ist stark entwicklungsfähig. Gut. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ich freue mich vor allem darüber, dass es tatsächlich aus dem 17. Jahrhundert ist und dass man sogar sagen konnte, wo das ist. Wir waren zufälligerweise genau dort, auch im Urlaub vor ein paar Monaten noch. Also insofern, das passt hervorragend. Und ja, auch der Hinweis auf diesen Maler de Meyer, wie soll man das als Laie herausfinden? Und da können wir jetzt weiter forschen auch.